Klar sehen und doch hoffen heißt das Buch. Und wer hat das geschrieben? Friedrich Schorlemmer, ich grüße Sie. Wir sind hier in Wittenberg. In der Lutherstadt Wittenberg. In der Lutherstadt Wittenberg. Wo war Luther aktiv damals hier? Naja, am anderen Ende der Stadt. Die Stadt ist nicht sehr groß, ja. Vielleicht 500 Meter. Und hier in der Nähe ist die Schlosskirche und da hat er wahrscheinlich, das war die Universitätskirche einmal, und da hat er wahrscheinlich seine Thesen dran geheftet. Man hat daraus später gemacht, dran genagelt. Mhm. Das macht sich ganz gut. Manche haben eben einen Hammer, manche haben keinen. Er war ja so schon so ein hitziger Geist, oder? Na, der war ein richtiger Deutscher. Also sowohl hitzig wie auch ganz in sich versunken. Polemisch und politisch und auch ganz poetisch. Er war offenbar auch ein wunderbarer Ehegatte und Vater und gleichzeitig einer, der sich nicht gescheut hat, in die Konflikte der Zeit einzugreifen, und dabei hat er oft auch daneben gegriffen. Daneben gegriffen. Zur Zeit des Bauernkrieges. Hat er nicht verstanden, dass es auch um soziale Gerechtigkeit geht und dass Leute das nicht aushalten, wenn die einen in Saus und Braus leben und die anderen verkommen. Vieles von dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, von damals, aus der Geschichte, trifft auf die jetzige Zeit zu. Ja, Luther zum Beispiel hat 1524 eine Schrift gegen das Zinswesen geschrieben. Also das könnte in der EU jetzt mal gelesen werden. Da hat er zum Schluss gesagt, es ist so, als wenn die ganze Welt in der Habsucht ersoffen sei wie in einer Sintflut. Da hat er noch gar nichts vom Euro gewusst. Und von den Spekulationen und vom Libor und davon, wie Geld, hinter dem gar kein Realwert mehr steht, um die Welt herum floatet in Sekunden und Unheil anrichten kann. Aber ein wirklicher Wert steht nicht mehr dahinter. Die glauben alle an diesen Wert des Geldes, das da umherfliegt. Aber diese ganze Geldwelt kann der Welt real um die Ohren fliegen. Kann das jetzt passieren? Also sehen Sie, haben Sie Befürchtungen, dass das passieren wird? Ja, sagen wir so, ich habe Befürchtungen, dass es passiert und hoffe, dass es doch nicht passiert. Dass also der Wille des Menschen, dass das gut ausgeht. Und es geht nur gut aus, wenn es auf Dauer nicht einen gut und den anderen schlecht geht. So, wenn wir also neben der Freiheit die soziale Gerechtigkeit als einen hohen Wert ansehen. Und das bedeutet aber, dass die, die gut dran sind, praktische Solidarität üben mit denen, die schlecht dran sind. Sagen wir, mit den Menschen in Afrika. Sonst kommen die alle. Und dann kriegen wir ein Krisenproblem. Wenn ganz viele Zuwanderer zu uns kommen, dann kriegen wir ein politisches Problem, nicht nur ein ökonomisches. Das heißt, wir müssen daran interessiert sein, dass Menschen, die in armen Ländern leben, dort eine Lebenschance haben. Sonst kommen sie in Massen. Ich sage das jetzt nicht übertreibend, sondern ich fürchte, dass man dann die Mauer um Europa noch höher machen muss und dass wir Gewaltmittel einsetzen müssen, um sie davon abzuhalten, in Länder des Wohlstands zu kommen, in Länder, die auch gnadenlos die Länder, die man früher Dritte Welt nannte, ausplündern, deren Bodenschätze ausplündern, gnadenlos. Die Blumen, die wir hier jetzt zu kaufen kriegen, ja, die jetzt nicht bei uns in Gewächshäusern, nicht mal dort wachsen, stammen aus Afrika. Die sind fast alle vergiftet, weil man dort chemische Keulen einsetzen kann, die in Europa schon lange nicht mehr erlaubt sind. Aber diese Blumen, die wir da kaufen können jetzt, oder jederzeit, sind billig. Inzwischen schreibt man sogar dran, sie sind fair gehandelt. Nur, man kann sie nicht mehr auf den Kompost werfen. Weil die A nicht wirklich vergammeln und zweitens, weil sie viel zu giftig sind. Ja, das Problem kommt dann auch langsam auf uns zu. Also wir müssen dann einfach akzeptieren, dass es im Jahresrhythmus so ist, dass es eine Jahreszeit gibt, da gibt es Sonnenrosen. Da ist doch wunderbar, freuen wir uns. Es gibt Jahreszeiten, da gibt es die nicht, da gibt es nur Rosen. Und es gibt Jahreszeiten, da gibt es halt, vergiss mal nicht. Aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen wieder die natürlichen Rhythmen des Lebens, des Jahres und des menschlichen Lebens akzeptieren. Sie sind ja nicht nur Theologe, in erster Linie sind Sie ein bewegender, aber vor allem bewegter Mensch. Also Sie sind seit Jahrzehnten friedensbewegt, umweltbewegt,
menschenrechtsbewegt, machen aber auch ganz viel Ärger seit Jahrzehnten Leuten. Also, wie ist es? Warum muss man immer gegen diesen Strom schwimmen? Na, erstmal macht das gegen den Strom schwimmen keinen Spaß. Man will sich auch gern mal treiben lassen. Und da ich gerne in Flüssen schwimme, weiß ich, wovon ich rede. Mhm. Es ist wunderbar, im Fluss zu schwimmen. Und es ist auch wunderbar, festzustellen, man kann das sogar schaffen, wenn es nicht gar zu. Also in der Havel kann man es schaffen. Ich glaube, in der Bode nicht, falls man da überhaupt schwimmen kann. Und wer zur Quelle kommen will, muss gegen den Strom schwimmen, heißt ein sehr schöner Aphorismus. Also da, wo die Dinge noch nicht verunreinigt sind, da muss man hin. Da, wo es entspringt, wo die Ideen herkommen zum Beispiel, nicht? Wo, für die Menschen. Und es ist so ganz schön, wenn man im Boot sitzt mit anderen und den zusammen dann gegen den Strom rudert, richtig schön kräftig. So. Haben Sie so Komplizen? Ja, ich habe immer Komplizen, ja. Ich nenne sie lieber gute Freunde, ja. Verlässliche Freunde, glaubwürdige Freunde, auch Leute, die mit durchhalten und die sich bekümmern, wenn es mir schlecht geht und um die ich mich kümmere, wenn es ihnen schlecht geht. Das braucht man. Allein zu widerstehen ist auf Dauer nicht gut, gesund sowieso nicht. Und prinzipiell zu widersprechen oder zu widerstehen oder gegen den Strom zu schwimmen, das ist nicht meine Sache. Ich kann auch das, was gut ist, auch gut nennen und mich darüber freuen, das preisen. Kann mich mit anderen auch verbünden, etwas gemeinsam zu tun. Also ich bin zum Beispiel Sozialdemokrat, trotz dieser Partei. Warum? Weil ich die Werte der Demokratie und der Freiheit und die Verpflichtung des Sozialen für richtig und gut und wichtig halte. So. Und beschützenswert, auch vor den anderen Parteimitgliedern. Ja, natürlich, auch vor denen, die das nicht mehr, glaube ich, nicht mehr wissen, was das heißt, in einer sozialdemokratischen Partei zu sein. Aber ich habe da eben große Lehrer für mein Leben gefunden, wie zum Beispiel Erhard Eppler, dem gleich wichtig war wie mir auch, dass Arbeit und menschliche Würde zusammenhängen, dass menschliche Entfaltungsfreiheit und das Teilen zusammenhängen und wie menschliche Tätigkeit beim Umgang mit der Welt gleichzeitig wertbestimmt sein muss und wir sagen, er spricht davon, dass wir, also man muss wertkonservativ sein, aber nicht die Strukturen für Wert halten, wenn sie den Zielen, die wir haben, widersprechen. Und die Strukturen einer Gesellschaft, die sich ganz und gar dem Markt unterwirft, unterwirft auf den Menschen dem Markt. Und ich sage das mal zugespitzt, der Markt soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Markt. Wenn aber die Kanzlerin von der marktgerechten Demokratie spricht, dann kann ich sagen, es ist ein sehr fatales Wort. Diese neoliberalistische Welt hat uns halt in die Krise geführt, die 2008 die ganze Welt beinahe in einen Strudel gerissen hätte, in einen tödlichen Strudel, nur ein Strudel bisher. Und da hat sich gezeigt, dass wir die Märkte nicht machen lassen dürfen, sondern dass wir den Märkten auch Zügel anlegen, damit sie nicht durchgehen. Oder sagen wir mehr, durchknallen. Und dazu braucht es Regeln. Und gleichzeitig müssen die Regeln in Freiheit gefunden und in Freiheit bewahrt werden. Ich möchte nicht in China leben. Ist es überhaupt möglich, mit den aktuellen politischen Prozessen, die wir haben, diese Freiheit zu erlangen? Wir werden nur dann die Freiheit erlangen, wenn es genügend Menschen gibt, die die Freiheit, also die Entfaltungsfreiheit des Einzelnen, hochhalten, sich dafür einsetzen. Und zwar die Freiheit jedes Menschen, wenn denn der erste Artikel unseres Grundgesetzes gelten soll. Die Würde des Menschen ist unverletzlich. Die Würde jedes Menschen. So. Und zur Würde gehört auch, dass er sich frei äußern kann, dass er sich bilden kann, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass er Arbeit findet, dass er Möglichkeiten hat, sich in die gesellschaftlichen Prozesse einzubinden, also mit anderen zu verbünden für seine Interessen.
und diese Interessen dann auch in Konflikt, in Konkurrenz mit anderen ausübt, also lebendiger Demokrat wird. Und deswegen brauchen wir lebendige Demokratie, die haben wir nur, wenn wir wache Demokraten haben. Und da haben wir gegenwärtig ein Problem. Es gibt zu viele Leute, die meckern, aber sie machen nichts. Oder wenn sie was machen und nicht gleich das erreichen, was sie wollten, sagen sie, man kann sowieso nichts erreichen. Ja, Politik, hat Max Weber gesagt, ist das Bohren dicker Bretter. Ich würde sagen, und Demokratie ist das Bohren dicker Balken. Also man muss dann schon ganz schön Geduld haben und Beharrlichkeit. Und wenn man wie ich in einer Partei ist, muss man sich mit den anderen einigen. Und in jeder Partei ist der Prozentsatz der Leute, die sich für sehr klug halten, aber bis ziemlich dumm sind, relativ gleich. Sie haben die Kanzlerin angesprochen. Das ist ja, man sagt ja jetzt, sie kommt aus dem theologischen Umfeld. Oh no. Gauck, das sind alles jetzt so ostdeutsche Politiker, die funktionelle Macht haben. Sie hatten jahrzehntelang Einfluss. Warum nicht funktionelle Macht? Weil ich mich dafür nicht eigne. Also ich. Aber Sie wissen schon, dass es da Leute gibt, die das wollten. Ja, ich habe keine administrativen Erfahrungen. Ich habe Jura studiert. Ich bin auch nicht gewillt, Seilschaften zu bilden, um meine Wahl und Wiederwahl zu garantieren. Ich bin nicht gewillt, mich einer Parteiraison zu unterwerfen. Also, ich wäre ganz klar gegen den Kosovo-Krieg gewesen. Den ersten Krieg, den die Deutschen mitgemacht haben, ja, im Schlepptau der Amerikaner, der gegen die UN-Charta verlief. Und deswegen finde ich wunderbar, dass wir es erreichen konnten, auch im Gespräch mit Gerhard Schröder, dass wir wenigstens nicht im Irak mitgemacht haben. Aber in Afghanistan ist nichts gut. Und wenn die Truppen abziehen, wird es ganz grausig. Dieser Wahrheit muss man ins Gesicht sehen und gleichzeitig fragen, was kann man denn anderes tun, dass dieses Land nach innen und von innen her befriedet wird. Jedenfalls diese Intervention, ein Krieg, der schon, das nennt man Kampfhandlungen, die Lüge der Worte, das kenne ich aus Zeit schon, ne, dass mit Worten gelogen wurde, kräftig. Jetzt lügt man nur geschickter, aber viel umfassender noch. Jedenfalls dieser Krieg, und der ist schon 10 Jahre dauert, hat auch im Zusammenhang mit einem nicht bewältigten Drogenkrieg, also die Drogen, die dort aus Afghanistan exportiert werden, die Menge war noch nie so hoch wie jetzt und sie wird immer größer. Was ist denn das? So, wer verdient denn daran? Also diese Fragen muss man stellen. Und wenn ich jetzt in der Partei wäre und sollte denn zustimmen, dass wir nach Afghanistan gehen, nach dem 9. September 2001, und wenn ich sehe, was dieser Präsident Bush, der auch noch vor jeder Kabinettssitzung betete, ich bete auch, ja, dann wird mir schwindelig. Der also wirklich dem Barack Obama eine schreckliche Welt hinterlassen hat. Und zugleich sage ich, im Mut zum Dafür, wie Willy Brandt immer sagte, im Mut zum Dafür. Ach, ist es gut, dass nach George W. Bush Barack Obama kam, obwohl ich sehe, dass seine Einflussmöglichkeiten bei dieser Pattsituation eines ziemlich geteilten Landes so groß nicht sind. Aber die Amerikaner haben mit über 50% derer, die zur Wahl gegangen sind, einen Farbigen gewählt. Also die Welt ist doch auch in Bewegung zum Besseren hin. Wir brauchen mehr Barack Obamas und Nelson Mandelas und Václav Havels und Michael Gorbatschows. Die gibt's aber, die müssen wiederkommen. Und Angela Merkel hat von ihrem großen Vorbild eins gelernt, Probleme auszusitzen, sich nicht wirklich zu entscheiden und dann zu gucken, wie der Wind weht und dann sich dem anzupassen. Denken wir nur an die Debatte um Mindestlohn. Jetzt macht die CDU sogar Mindestlohn. Nanu.
Abschaffung der Wehrpflicht, nanu. Homo-Ehe, nanu. Also sie ist bereit, auch jede der Positionen zu verlassen, die die Konservativen ausmachte. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Jedenfalls, Demokratie braucht auch Prinzipien und sie braucht Lernfähigkeit. Und im Blick auf die, auf den Ausstieg aus der Atomenergie oder im Blick auf die Energiewende, wie man sagt, hat sich doch Angela Merkel auch ganz erfreulich lernbereit gezeigt. Nachdem sie, als sie Kanzlerin wurde, den Atomkompromiss wieder gekündigt hatte und wir wieder richtig kräftig auf die Atomenergie setzte oder sie gewissermaßen laufend mit den Männern der, der Energielobby zusammensaß und dann musste also erst dieses Atomwerk in dem Atomkraftwerk im modernsten Land der kapitalistischen Welt hochgehen, bis sie das einsah, dass das keine Technologie ist für die Zukunft. Sie hat es dann aber getan. Ist doch toll. Ich meine, man muss auch das nennen, was erfreulich ist. Nicht meckern darüber, wann das zustande kommt, sondern dass es so ist. Und dass wir Deutschen hier weltweit auch eine Aufgabe haben, auch andere Länder zu warnen, auf diese Technologie zu setzen. Die ist dem Menschen nicht gemäß, weil wir fehlerhafte Wesen sind. Und man stelle sich nur vor, irgendeine terroristische Gruppe käme in den Besitz von Plutonium. Was mit der Welt, die kann die ganze Welt erpressen. Oder in so fragilen Ländern wie Rumänien oder Bulgarien oder so, Atomkraftwerke. Vielleicht noch nach dem Tschernobyl-Typ. Ja. Also ich finde mich in einer Situation wieder, in der ich wirklich auf dem Drachen stehe und überall wachsen Köpfe und sagen, wer schlägt welchen Kopf dem Drachen ab? Das kann man nicht alles machen, aber es muss dann also auch eine Arbeitsteilung beim Abschlagen der Drachen geben. Und dafür wünschen Sie sich lebendige Demokraten? Ja, wobei das Bild mit dem Drachen abschlagen mir so lieb wiederum nicht ist. Aber jedenfalls aufzupassen, dass der Drache uns nicht verschlingt. Das ist ja auch ein altes Bild, der heilige Georg, ja, der auf dem Drachen steht. Wir brauchen wirklich auch Drachentöter. Und das sollen möglichst keine Menschen sein, die man da tötet. Und es sind auch keine Tiere, die man dabei quälen soll. So auch meine. Also ich zum Beispiel engagiere mich jetzt bei ATTAC, ich engagiere mich beim BUND und gegenwärtig mit anderen zusammen gegen die Tiermassenproduktion, was ja eigentlich die Quälaufzucht von Kreatur ist, wenn man sich nur mal den Hühnerstall, diese Großmastanlage in Gommern bei Magdeburg anguckt. Und ich finde, jedem, der also billig Fleisch einkauft, sollte man ein Foto damit legen, wie dieses Tier, das man da futtert, wie das hat leiden müssen, bevor wir es auf dem Tisch haben. Also als ich hierher gefahren bin, habe ich gerade gesehen, da war so eine Hühnermassenhaltung mit einem Solardach drauf. Ja, das ist die Verlogenheit. Das ist die Verlogenheit. Hoch 10, ja, es ist so wie die Zulassung der Prostitution an den Eingängen von Kathedralen. Diese Menschen, die was tun sollen, die es wirklich machen sollen und nicht schnell aufgeben sollen, sondern dranbleiben sollen, die brauchen Mutmacher. Jetzt ist Stefan SL gestorben, der hat Mut gemacht einigen, das weiß ich. Und ich glaube, Sie sind auch so jemand, der Mut macht. Ja, ich lebe auch von dem Mut anderer. Und Stefan Essel hat ja eigentlich in seinem kleinen Büchlein, das schmales Bändchen, eigentlich Dinge ausgesprochen, die für mich selbstverständlich sind und überhaupt gar nicht wirklich originell formuliert, sondern er hat es ja mit seiner Biografie beglaubigt. Und ein 95-Jähriger wurde zum Idol für eine ganze junge Generation, wie die Occupy-Bewegung und anderes. Und ich gehöre mit allen anderen zusammen zu den großen Verehrern eines großen Menschen, der in der Resistance als Deutscher, der Franzose geworden ist, gekämpft hat gegen Hitler, der Buchenwald überlebt hat und kein Hasser geworden ist, sondern dann 1948 zu denen gehörte, die Deklaration der Menschenrechte formuliert haben und daran festgehalten hat und dann
als Diplomat gearbeitet hat, gar nicht so weiter groß bekannt wurde, war Botschafter bei der UN und so. Und dann plötzlich tritt der mit 93 nochmal an und sagt, was ist das für eine Welt? So als wenn er noch das Leben vor sich hätte. Das finde ich so toll, dass ein Mensch, der eigentlich den Tod vor Augen hat, so sich engagiert für die Dinge des Lebens. Und das mit einer so freundlichen, einer so auch lächelnden Art, in der er die Riesenprobleme der Menschheit anspricht, aber sie so anspricht, dass man nicht resigniert und traurig wird und depressiv wird, sondern sagt, empört euch, jetzt macht was, stellt euch dagegen. Und das nächste Buch hieß dann gleich, engagiert euch. Und dann das nächste und vernetzt euch. Das braucht man. Braucht genug Empörung, man braucht Engagement, man braucht Vernetzung. Das ist ganz einfach und das wusste ich auch alles schon. Man macht nichts. Aber der hat die Autorität gehabt, mit seiner Lebensgeschichte so etwas weiter zu sagen, sodass dann halt 19-Jährige sagen, Mensch, Hessel, ja, der hat recht. Und der denkt auch an uns. Also ein Mensch, der den Tod vor Augen hat, nach allem, was wir wissen. Und nun ist er gestorben. Vor ein paar Tagen. Vorgestern. Ja. Nein, gestern. Ist egal. Jedenfalls ist er gerade jetzt gestorben. Und ich wurde sofort angerufen, ich wusste es 3 Minuten lang, weil eine Freundin mir das mailte und gleich rief die Zeitung an, was sagst du dazu? Und habe ich gesagt, ja, das ist ein Mensch, der Empörung zu etwas Konstruktivem gemacht hat und nicht etwas Destruktives. Manche, die empört sind, schlagen ja alles kurz und klein, weil sie so empört sind. Also der hat die Empörung in etwas Konstruktives übersetzt und uns gleichzeitig deutlich gemacht, dass man dazu auch Geduld braucht. Muss die Empörung weitergehen? Ja, sie muss viel weitergehen und sie muss mehr Leute erfassen, muss vor allem die erfassen, zum Beispiel die studentische Generation. Ich verstehe schon, dass jeder in einer Zeit, in der er sich fragen muss, ob er einen Job kriegen kann, sich zurückhält und sagt, wie kriegst du möglichst einen Job und vielleicht noch einen gut bezahlten Job. Ne? So, richtig, verstehe ich schon. Aber auf der anderen Seite muss die junge Generation als Ganze noch begreifen, dass diese Welt gefährdet ist und dass wir, ja, wie bei Attac, wo ich mitarbeite, eine andere Welt ist möglich, das muss man glauben. Und dann was dafür tun. Aber zunächst mal muss man glauben, dass sie möglich ist. Wenn man sie nicht für möglich hält, dann sagt man sich, ach, für mich reicht es vielleicht noch. Sieh zu, dass du zu den Gewinnern gehörst, nicht zu den Verlierern. So, das ist die eine Maxime. Die andere wäre, wenn wir so weitermachen, verlieren alle. Also was tun wir, damit wir bei allen Unterschieden, die unvermeidbar sind, doch keinen durchs Netz fallen lassen, doch keinen durch den Rost fallen lassen, so nicht? Und vor allen Dingen auch die Lebensgrundlagen uns erhalten. Ja? Und das hängt zusammen mit den Sojabohnen aus Brasilien, die angebaut wurden auf gerodetem Urwald. Diese Zusammenhänge müssen uns erst nochmal richtig existenziell nahe kommen. Und zwar nicht nur, dass wir das wissen, aha, es ist so und so, sondern diese Sojabohnen waren das Futter für unsere Viecher, die dann ganz schnell wachsen mussten, damit wir ganz schnell ganz billiges Fleisch auf den Tisch kriegen. Ja, so. Und ich achte deshalb vor allen Dingen, ich achte Leute, die aus Überzeugung Vegetarier sind. So. Also 5 meiner 6 Enkelkinder sind Vegetarier. Und meine Tochter hat sich jetzt auch ganz darauf eingestellt, dass das so ist. Die sagen einfach, Kinder sagen das und so. Ich möchte nicht, dass meinetwegen ein Tier stirbt. Die wissen noch gar nicht, dass das Tier nicht nur stirbt, sondern dass es während seines Lebens nirgendwann richtig glücklich sein konnte. Man guckt sich mal an, was da passiert in der Hackordnung unter den Legehennen, die unentwegt Eier produzieren und wo dahinter noch Bio drauflügen. Und die Leute, die es machen, kommen nicht in den Knast. Nee, die sollten einfach mal erleben, wie es ist, mit ganz engem Raum im Knast. Die müssten, ich würde die nicht quälen, ich würde nur, dass sie es mal erleben, dass sie so entsprechend engen Raum haben, wie die Hühner, mit denen sie sich ihren Profit sagen, erlogen haben. Ja, da wäre ich wütend und sage, ich finde, manchmal ist es so, dass man erst lernt, wenn man fühlt.
Also vielleicht lernen wir erst, wie wertvoll Wasser ist, wenn es knapp wird. Aber ich möchte nicht, dass wir durch Katastrophen lernen, sondern dass wir rechtzeitig, dass wir vorfristig lernen. Sie haben in wenigen Minuten, ich glaube, 30 Themenfelder aufgemacht und voller Leidenschaft und Bewegung. Was hat Friedrich Schorlemmer in den nächsten Jahren uns zu geben? Ja, also jetzt in der Arbeitsteilung. Ich gehe jetzt auf die 70 zu. Ne? Nächstes Jahr. Das heißt, da muss man dann auch sein Tempo verringern. Aber ich kann mich nicht zurückziehen, das ist das Erste. Ich werde mich nicht zurückziehen, solange ich da bin, solange ich atme, solange ich an der Welt teilhabe und auch profitiere. Also, gibt es ein schönes Wort, das heißt also, der ist reich, der möglichst wenig braucht und verbraucht, um glücklich zu sein. Und das heißt also, einfach leben, kann auch heißen, einfach leben. Das Zweite, ich will überall, wo ich kann, darauf dringen und auch Menschen ermuntern und ermutigen, beides. Sich in unserer freiheitlichen Gesellschaft einzumischen, mitzumachen, sich nicht abzuwenden, nicht zynisch zu werden, auch nicht gleichgültig zu werden. Also, das kann man nur, wenn man Hoffnung hat. Nur wer Hoffnung hat, tut etwas. Und zugleich kann ich mich nicht beruhigen darüber, wie viele Leute Dschungelcamp gucken. Oder The Next Model, also mit dieser Hexe da, wie heißt die, Heidi Klum. Was macht die mit den Menschen? Was sind das für Eltern, die das zulassen, dass ihre Töchter dahin gehen? Das als Ideal auch ansehen, da zu gewinnen. Das sind neue Formen von Selbstversklavung und Versklavung von anderen, die damit ihren Schnitt machen, ihr Geld machen damit, ja, so. Also, ich habe es aufgegeben, den Kontinent der Dummheit im Ozean versinken zu lassen. Aber ich vertraue doch darauf, dass Menschen dann doch ein Glück darin sehen, ein Glück für sich darin sehen, mündig zu sein. Das heißt auch kritisch zu werden und zu gucken, was äußerliches Glück ist, was flach ist, was banal ist, was nur Event ist und das, was einen erfüllt, begeistert, in tiefer Weise glücklich macht. Ja. Und das kann bei einem Rockkonzert sein, das ist keine Frage. Und das kann genauso bei einem in einem Konzertsaal mit Avopert sein. Aber ich glaube, wenn wir auch sagen, emotional uns ganz ausleben, kann das wunderbar sein. Wenn diese emotional Ausgelebten dann auch wieder sehr rational, sehr nüchtern, sehr selbstbewusst, sehr überlegt handeln. Man muss auch mal, wie soll ich sagen, außer sich sein können. Das gehört auch zum Glück. Glück ist nicht nur was ganz Stilles, auch was außer sich sein. Also, ich glaube, eine durchtanzte Nacht erspart viele Psychiater. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Herr Schorlemmer. Ich habe zum Schluss immer noch drei Begriffe, bitte um drei kurze Assoziationen. Leben. Gibt es nicht ohne Liebe. Zweitens, Schönheit. Ist überhaupt nicht denkbar, das Leben ohne die Schönheit einer einzigen Tulpe oder das Gesicht einer schönen alten Frau. Dritter Begriff, der Tod. Wenn wir es könnten, wie Stefan Hessel, ihn als einen freundlichen Begleiter. Vielen lieben Dank, Herr Schorlemmer, und ich hoffe, wieder bald bei einem Kaffee Sie treffen zu dürfen. Dankeschön.
Danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal gibt es gar kein Interview, sondern da geht es um den Machtgeldsinn-Kongress 2013. Bis zum nächsten Mal.